Er war die Stimme des Sports, Edi Finger Junior. Zuletzt bei OE24 TV und bei Radio Austria und zuvor auch jahrzehntelang bei Ö3 und auch im ORF wurde er zum Kultkommentator und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seit Mitte der 1960er Jahre war Edi im Einsatz, bei Dutzenden Fußball-Welt- und Europameisterschaften und natürlich auch zahlreichen Olympischen Spielen auf allen Kontinenten war er dabei. Edi erinnerte sich zuletzt gerne an seine alten Zeiten zurück. Edi, 70, eigentlich 50, geistig 30. Was hast du denn für einen Rückblick auf deine Legendenzeit eigentlich? Ich muss sagen, also für mich, das war die schönste Zeit im Sport. Wenn ich mir jetzt oft durchlese, was da alles passiert, mit dem Blutdoping und mit was grausliche Dinge. Es hat es bei uns eigentlich wahrscheinlich gegeben, aber wir haben es nicht gewusst. Ja? Es war bei uns alles fröhlicher und auch das Verhältnis Spieler, Fußballer, Skifahrer zu Reporter, das war anders. Aha. Wir waren eine Havara-Partie. Wir sind fortgegangen, wir haben Schmeck für das. An seinen Vater Edi Finger Senior hier auf diesem Foto rechts zu sehen, erinnert sich der Junior gerne zurück. Ja, der Papa war ein super Vater. Ja. Wir haben einmal so eine Diskussionssendung gehabt mit Kindern von Prominenten. Da war ja die Tochter von Udo Jürgens dabei. Und so, was die alles für Probleme gehabt haben. Ich habe nie ein Problem gehabt. Der Papa war der Superstar. Ich war immer daneben. Ich war halt der Kleine, der Edel. Mhm. Und wir haben immer Hetz und Gaudi gehabt. Und der Papa war ein Vater, wie man sich vorstellen kann. So stelle ich mir einen Vater vor, wie der Papa war. Edi Finger Senior wurde 1978 in Cordoba mit seinem Radiokommentar, der bis heute über die TV-Bilder gelegt wird, narrisch. Da! Ich werde narrisch! Frankreich ist ein 3-2 für Österreich! Meine Damen und Herren, wir fordern um den Hals! Der Kollege Rippe, der Diplom-Ingenieur Bosch, wir pusseln uns ab! 3! Doch es war nicht der Junior, sondern der Senior, der in Argentinien ausgelassen jubelte. Viele Leute glauben, dass ich geschrien habe. Ich bin ja, klar, ist, ja, unter anderem unsere Zuschauer. Ja, da muss ich sagen, Entschuldigung, ich weiß nicht, das war der Papa. Ja, genau. Also dein Vater war ein legendärer Sportreporter und du warst mit dem Papa, nehme ich an, ab dem Zeitpunkt, wo du gehen konntest, am Fußballplatz. Ja. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, genau so war es. Den Beginn deiner Karriere. Wie da meine Karriere begonnen hat als Reporter, habe ich ein Problem gehabt. Ich war immer nicht mein Papa. Ich hätte den Papa nachmachen können, 1:1. Und habe gearbeitet, dass ich ganz anders bin. Ja. Ich habe gesagt, du kannst alles machen, du darfst nur nicht einen prominenten Vater kopieren. Ja. Weil dann bist du eine Kopie und kein Original. Mhm. Das war wirklich, an den habe ich gearbeitet. Und das habe ich auch probiert. Der Papa war immer der seriöse, schnellredende, emotionelle Reporter. Und ich habe es dann versucht, mit Schmäh und mit anderen Dingen, damit ich mich wirklich vom Papa ein bisschen Für den Schmäh bist du dann berühmt geworden. Edi Finger Junior kannte das Who is Who der Sportwelt. Franz Klammer und Niki Lauda sind nur zwei von hunderten Karrieren, die der Sportreporter hautnah begleitete. Doch was war sein emotionalster Moment im Sport? Hermann Mayer. Ja. Unglaublich. Der war wie von einem anderen Stern. Der Hermann war ein Naturerlebnis. Also ich habe ihn ja geliebt. Der hat alles kennen und hat immer ein Plätzchen gemacht und das war ihm wurscht. Ne? Mhm. Der Hermann war ganz ein eigener Typ. Das zum Beispiel fällt heute überhaupt. Also wenn ich mir jetzt die Skirennen anschaue, ja, da fahren alle gleich, da ist kein Schmäh, nicht früher gehabt. Ein Bodi Miller, ein Hermann Mayer, da hat sich was angespielt. Und auch mit seinem langjährigen Kollegen Adam Niederkorn bildete er das legendäre Gespann Adi und Edi, immer mit Schmäh. Adi, los geht's. 22, 23, Edi, ich glaub, sie liegt auf Rekordkurs. Der Hahnenkampf, bravo, Rö. Muss über den ganzen Land drüber gehen. Mausefalle, kein Problem. Eine Wahnsinnszwischenzeit. Adi, was ist da passiert? Große Bierigkeiten. Kocht's es? Es wird eng. Geht's nicht auf? Ich glaub schon. Stimmig waren auch seine Auftritte am Society-Parkett, beispielsweise als Gründer des Filmballs. Doch nicht nur am Society, sondern auch am Tanzparkett war Edi zu finden. 2006 belegte er bei Dancing Stars den 8. Platz und erinnert sich später an diese Zeit. Ich habe 23 Kilo abgenommen. Ja. Ich habe gehabt 102,4 Kilo. Drauf, oder? Oder ja, nicht? Ja, ja, sicher, das war so. Das Dancing Stars ist nicht nachhaltig, aber es war schon 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber ich habe einen Gegenversuch gemacht. Ich habe in 3 Monaten mehr als 20 Kilo abgenommen
Und in 3 Monaten habe ich es wieder zugenommen. Also der Test bestand. Ja, gut. Für OE24TV war Edi zuletzt nicht nur als Anchorman der Morningshow im Einsatz, sondern auch seit vielen Jahren als Fußballexperte ein begehrter Interviewpartner. Stets äußerte er sich kritisch, aber niemals unfair. Ja, aber sie machen es ja selber. Ja. Das ist ja kein Geschenk von Mateschitz. Die verdienen ja Geld jetzt. Ja, und ich habe mir jetzt angeschaut, nach Liverpool, wo die neuen Spieler stehen. Also dieser Transfermarkt da im Internet, das kannst du vergessen. Das ist immer nur eine Momentanaufnahme von irgendwelchen Managern, die irgendein Geld geben, damit der Kurs schreibt. Die haben heute wieder 80 bis 100 Millionen zum Verkauf. Edi Finger wird der Sportwelt ewig in guter Erinnerung bleiben.